Ja, ich bin der Silas Klenk, ich bin auch hier in Leonberg an der Schule bzw. an der ÜBA und wir machen beide zusammen den Ausbaumanager. Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt, Michael Hörandl, mein Name. Ich bin Niklas Kunert, 21 Jahre alt und komme aus Soest, das liegt in NRW. Mein Betrieb ist auch in Soest. Meine überbetriebliche Ausbildung findet aber in Leonberg statt, der Ausbaumanager. Ich wollte zuerst eine normale Ausbildung machen, habe dieses Modell dann aber zufällig gefunden und durch mein Abitur bin ich dazu berechtigt gewesen, dort anzufangen. Und ja, das bietet für mich einfach die perfekten Qualifikationen als Nachfolger eines Unternehmers. Ja. Luisa Blattner aus Stuttgart. Und ich habe die Ausbildung gewählt, weil ich in der Familie selber haben wir einen Betrieb. Und ich habe mich dann dazu entschieden, den Ausbaumanager zu machen, weil ich weiß, dass ich später mal wahrscheinlich im Büro arbeiten werde und aber auf jeden Fall die praktische Seite auch kennenlernen wollte. Weil ich finde, wenn man dann später in der Führungsposition ist und überhaupt keine Ahnung hat, was auf der Baustelle passiert, ist es nicht wirklich sinnvoll. Und so kann man sich dann viel mehr auf die Arbeiter einstellen und weiß einfach auch, um was es geht und kann mitreden. Und ich schätze auch mal, gerade als Frau wird man dann vielleicht auch mehr respektiert, wenn man auch den fachlichen Hintergrund hat. Also es wird jährlich immer frisch eingeteilt, kann man sagen, wie viel und wann wir Schule haben. Und dann ist es meistens immer so, dass wir 3 Wochen Blockunterricht haben, Berufsschule, also Theorie, und dann 3 Wochen über Werkstattunterricht und dann ist man wieder im Betrieb. So ganz grob kann man sagen, im ersten und zweiten Lehrjahr ist man so halbe ungefähr in Leonberg und im Betrieb. Mein Betrieb steht da voll hinter. Ich habe zwar eine längere Anreise von 500 Kilometern, aber für mich ist der Aufwand auf jeden Fall lohnenswert im Vergleich für das, was ich bekomme.